Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 12. Februar und am 12. Februar... Hat wer Geburtstag? Gustl Beyerhammer. Also der ist ja schon gestorben, aber Gustl Beyerhammer war... Pumuckl. Ja, Meister Eder. Meister Eder, ja, sensationell. Ja. Franz Eder aus der Kinderserie Meister Eder und sein Pumuckl hat 4 Millionen Folgen von Pumuckl gespielt. Ich dachte, 4 Millionen deutsche Mark für Kokain ausgegeben. Nein? Nein. Egal. Nein. Ich habe andere Informationen, andere Quellen. Nein, nein. Meister Eder, hier sehen wir ihn, Meister Eder. Ja. Okay. Aber der war ja immer alt. Guck mal. Jetzt irgendwie 50 Jahre vorher, da war er, glaube ich, 22 oder sowas, keine Ahnung. Also jetzt mal ohne Scheiß. Hat einen Führerschein gemacht. Der sah immer so aus wie Meister Eder. Immer, guck mal. Das ist ein Schwarz-Weiß noch. Aber der hat auch sehr viel auf der Bühne gemacht, ne? Ja, der hat auch auf der Bühne gemacht, klar, wahrscheinlich ein Schauspieler. Den fand ich schon immer gut. Den fand ich echt gut. Vor allem, weil er als einziger mit dem scheiß Drecksacks-Kobold da umgehen konnte. Drecksacks-Kobold! Gucken eigentlich auch Kinder zu? Ach, ja, komm, drauf geschissen. Ja. 1947 in Paris. Lange Pause. Genau an diesem Tag, 12. Februar. Weißt du, was da passiert ist? Nee, sag's mir. Da stellt der französische Modeschöpfer Christian Dior seine erste Kollektion. Die allererste. Vor. Die allererste. Dazu muss man wissen, Christian Dior ist nicht, ich habe mal hier so ein Vorher-Nachher-Bild mitgebracht, Christian Dior hat nicht von Anfang an die Berufslaufbahn eines Designers gesucht, sondern er war Sohn eines Großindustriellen. Er hat Unmengen Geld, gehörte nicht zu den Gazellen, nee, also, was anderes. Das waren die Fantafie. Politikwissenschaftliche Ausbildung. Also mit dem goldenen Löffel aber schon im Mund geboren Politikwissenschaftliche Ausbildung im diplomatischen Dienst hat er mit Abschluss bestanden. No. Er wollte Architekt werden, aber dann kam die Weltwirtschaftskrise und nach 1931 begann Dior gegen Bezahlung zunächst Hutmode für diverse Zeitungen und Kataloge zu entwerfen und wurde dann entdeckt von dem Modeschöpfer Robert Piguet und der engagierte Dior 1938, um für ihn Mode zu entwerfen. Und siehe da, ab da ging es richtig los. Selbst so ein Modemuffel wie du, ich meine, was sind das für ein Fetzen, sag mal. Ein Schoki-Banoki-Fetzen, hallo. Hat schon mal von Dior gehört. Stimmt's? 4 Millimeter, was? Was er alles weiß. Was er alles Gleich geht's weiter nach der kurzen Werbepause. Ja, genau. Was er alles weiß. Ja, der Ingenieur abituriert. So. Respekt. Ja, nicht so schlecht. Ist das. Ja. Genau. Was ist denn noch passiert? Achso, am 12. Februar ist auch Red Hand Day. Ja? Rote Hände Tage. Rote Hände Tage, genau. Mach mal Red Hand Day. Habe ich das gerade auf Niederländisch gesagt? Rote Hände Tage. Rode Hand Tag. Muss es sagen. Rode Hand Tag. Rode Hand Tag. Mehrzahl. Tage. Tage. Ja. Rode Hand Tage. Wieso Mehrzahl? So Einzahl Day. Komm. Was sind das hier, Red Day? Ja, jedenfalls ist das ein Gedenktag, dass keine Kindersoldaten mehr losgeschickt werden. Und die Verbindung zwischen der roten Hand und dem Kindersoldaten? Ja, das, rote Hand ist natürlich jetzt irgendwie so blutmäßig, ne? Ist ja klar, weil die Kindersoldaten natürlich auch zu Tode kommen. Und das ist eigentlich kein lustiges Thema. Deshalb lache ich auch. Aber nicht. Ja, genau. Aber das ist heute am 12. Februar ist der internationale Tag gegen Einsatz von Kindersoldaten. Wieso schmutzelst du bei so einem Thema? Da guck dir das an. Was für ein Arschloch. Unglaublich. Ja, also ich bin wirklich ganz. Bevor es noch schlimmer wird. Nee, also Empathie ist das Letzte, was ich irgendwie gerade... Finde ich nicht gut. Hör mal auf. Das finde ich nicht gut. Gott sei Dank ist die Sendung jetzt zu Ende, weil mit dem will ich heute nicht weiterarbeiten. Das war's wieder mit der geballten Ladung Angeberwissen. Schoki Banoki, Daily. Morgen geht's wieder weiter. Schaltet ein. Wir müssen diese ernsten Themen rauslassen. Das bringt nichts, ne? Ja, nett, wenn du dich nicht benehmen kannst. Cheerio, Miss Sophie.